Ich denke, dass der Kader, den man zur Verfügung hat, deutlich besser und ausgewogener ist, als es in den vergangenen 2 Jahren war. Es fehlt eventuell noch ein Stürmer. Ich bin dann aber doch davon überzeugt, nicht zu viel Euphorie in sich aufkeimen zu lassen und sage, dass man letztendlich im gesicherten Mittelfeld rund um Platz 10 abschließen wird. Hansa Rostock wird einen soliden 11. Platz erlangen. Ich bin Meister des Tiefstapelns und ich backe auch tatsächlich gerne mit kleinen Brötchen. Und dahingehend wünsche ich mir einfach bloß, dass der FC Hansa Rostock 1 bis 2 Plätze gut macht. Dann bin ich schon richtig zufrieden, weil, naja, sind wir bei Platz 11 und 12. Wir haben uns zwar relativ gut verstärkt, haben tolle Transfers geleistet, aber die Frage ist halt letzten Endes, und da bin ich ein bisschen kritisch, ob Alois Schwarz auch wirklich was daraus machen kann. So, jetzt zu Hansa. Ich glaube, dass Hansa auf jeden Fall einen besseren Tabellenplatz als in der letzten Saison machen wird. Vielleicht so im Tabellenmittelfeld. Ich hoffe, unter den ersten 10 auf jeden Fall. Alles wäre super, bloß kein Abstieg. Da Hansa so eine leichte Verbesserung in Betracht zieht, würde ich vorschlagen, Platz 12 wäre eine sehr gute Platzierung. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Wo landet Hansa? Also gerade nach der letzten Saison, die sehr nervenaufreibend war, hoffen wir natürlich, dass Hansa sich in der kommenden Saison deutlich stabilisiert und konstant gute Leistung bringt. Wir denken aber, dass man trotzdem gerade am Anfang geduldig sein muss. Natürlich ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben, aber die Neuzugänge müssen sich natürlich auch erstmal in der Mannschaft oder im Verein etablieren und sind dann hoffentlich auch die gewünschten Verstärkungen, sodass Hansa im Optimalfall einen einstelligen Tabellenplatz erreicht und im besten Falle nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und dann zur Hansa Prediction. Wo landet unser großer FC Hansa Rostock? Alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich mich da prognosetechnisch nicht ganz festlegen mag, denn dann schürt man irgendwo Erwartungen, die ich denke, die wir einfach noch nicht haben dürfen. Aus meiner Sicht, ich persönlich bin zufrieden, wenn wir am Ende wieder mindestens 14. werden und damit die direkte Profi-Quali für den DFB-Pokal geschafft haben. Alles andere ist für mich absoluter Bonus. Auch im dritten Jahr zweite Liga wird es für uns nicht wirklich anders werden. Wir werden bis zum Schluss nicht unbedingt, aber weite Strecken um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Wo landet Hansa am Ende? Ich würde sagen, Hansa landet am Ende auf einem stabilen 8. Tabellenplatz. Die Euphorie ist einfach sehr groß. Die Jungs haben Bock, gute Neuzugänge geholt. Dann wurde ich auch natürlich noch gefragt zu Hansa Rostock. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich nicht ganz so in der Bubble drin. Das heißt, verzeiht mir alles, wenn ich jetzt inhaltlich kompletten Quatsch rede. Habe mich aber mal vorher so ein bisschen belesen und da wurde ich auch gefragt von euch, erstmal natürlich, wo landet Hansa? Ja, ich sehe Hansa als eine absolute Wundertüte. Ich finde, dass man Ähnlichkeiten hat mit dem KSC, auch letzte Saison. Hansa Rostock ist so in Negativlauf gekommen, dann musste man sich mit dem Abstieg beschäftigen und dann sind sie da rausgekommen und haben echt guten Fußball gespielt. Und dann war es am Ende ja auch am letzten Spieltag doch weiter weg vom Abstieg, als man das vielleicht noch ein paar Wochen davor zu sehen bekommen hat. Und deshalb glaube ich, dass es auch Hansa Rostock dieses Jahr wieder packen wird, auf jeden Fall eigentlich, weil Hansa Rostock ist vor allem im Ostseestadion immer sehr schwer zu bespielen. Man merkt immer noch so ein bisschen, die haben vor ein paar Jahren noch in der dritten Liga gespielt, das ist aber gar nicht böse gemeint, das ist eher so ein, die kämpfen, die fighten für ihre Punkte und deshalb glaube ich, dass Rostock nicht absteigen wird und wenn sie in Lauf kommen, wer weiß, einstelliger Tabellenplatz ist auch immer drin, drittes Jahr in der zweiten Liga ist dann auch so gern mal das Jahr, wo es dann ein bisschen besser läuft, also Hansa Rostock sehe ich auf jeden Fall mal nicht als Absteiger. Ich denke, wir werden dieses Jahr nicht ganz so tief reinrutschen, wie wir letztes Jahr zwischendurch im Abstiegskampf drin waren, weil es eben einfach Mannschaften gibt, die ich wirklich alleine in der individuellen Qualität viel weiter unten sehe. Ich würde sagen, wir beenden die Saison auf einem soliden 12. Platz. Gut, was sagt man dazu? Hansa, letzte Saison eine Achterbahnfahrt, wird es dieses Jahr ähnlich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir haben eine ruhige Saison und ich würde mich absolut mit Platz 10 bis 12 zufrieden geben. Platz 12 wäre schon optimal, Platz 10 grandios. Einfach eine ruhige Saison wieder ruhig ins ruhige Fahrwasser gleiten lassen und dass wir uns einfach nicht zu sehr Sorgen machen müssen zum Ende der Saison.
Ja, den sehe ich im unteren Mittelfeld der zweiten Bundesliga. Ich glaube, mit dem Abstieg wird man relativ schnell nichts mehr zu tun haben. Allerdings befürchte ich, dass es nicht für mehr reicht. Top-Torschütze ist für mich persönlich Serhat Gyülay, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mein Torschützenkönig für die neue Saison könnte meiner Meinung nach Semih Gyülay sein. Hatte eine starke Vorbereitung gespielt und könnte durchaus der Stammstürmer werden, wenn es so weitergeht und wir uns auch nicht neu dort verstärken. Deswegen denke ich, dass Gyülay eine gute Chance hat, eine Menge Tore zu schießen. Wenn er das umsetzt, was seine Anlagen versprechen, gibt es eigentlich hier nur eine einzige Antwort und die heißt Nils Fröhling. Wer macht die Tore? Da habe ich mich sehr schwer getan. Da habe ich aber mal Röger und Singh rausgesucht. Ich finde Singh bei Regensburg sehr, sehr gut. Und ansonsten sieht es ja im Sturm bei Rostock, wie ich das so erkannt habe, noch nicht ganz so gut aus. Mit Hinterseher ja eigentlich auch einen guten Scorer, aber der letztes Jahr, glaube ich, nicht so eingeschlagen hat. Deshalb tue ich mich da schwer, würde mir jetzt aber tatsächlich mal Bröger und Singh so in den Fokus stellen, ob die nicht sogar die Top-Torschützen werden könnten und vielleicht auch so die Überraschung der Saison. Kai Bröger hat natürlich wieder gezeigt, was in ihm steckt in der Vorbereitung. Der Mann hat so viel drauf und ich glaube, das wird er die Saison auch nochmal besonders unter Beweis stellen und deswegen wird er unser bester Torschütze werden. Top-Torschütze von Hansa, ist natürlich ganz schwer zu prognostizieren. Kai Bröger ist dann natürlich ein Kandidat, ob der die 10 Tore vom letzten Jahr knacken kann, schwierig. Natürlich auch Nils Fröhling für mich ein Kandidat dieses Jahr, der ordentlich explodieren könnte. Auch ein Semih Gyülay hat einen guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung. Aber so richtig festlegen kann ich mich da irgendwie auch nicht, weil da habe ich irgendwie gar kein Gefühl, weil Hansa ist mittlerweile eine Mannschaft, wo jeder Tore schießen kann und dementsprechend ist es mir egal, wer da wirklich der Top-Torjäger wird. Das könnte natürlich am Ende auch Kai Bröger mit 7 Toren sein, aber dahinter stehen dann noch 6 andere mit 6 Toren. Wer wird Top-Torschütze? Vorausgesetzt, dass kein weiterer namhafter Stürmer mehr verpflichtet wird, gehen wir davon aus, dass Kai Bröger auch in der kommenden Saison unser Torgarant sein wird. Wobei Semih Gyülay natürlich auch gute Voraussetzungen mitbringt, gerade nach der letzten Saison in Wuppertal. Wir glauben aber, dass er noch ein bisschen Zeit brauchen wird, sich an die zweite Bundesliga zu gewöhnen. Deswegen denken wir, dass auch Kai Bröger in der kommenden Saison unser Top-Torschütze sein wird. Wer wird Top-Torschütze? Und da ändert sich aus meiner Sicht auch nicht viel. Das wird wieder Kai Bröger, es sei denn, er verletzt sich. Dann könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass Kin Zombie durchstarten wird oder noch ein neuer Stürmer. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch einer, hoffen wir es zumindest. Der Top-Torschütze meiner Meinung nach wird entweder Bröger sein, oder man verpflichtet vielleicht noch einen weiteren Stürmer, dann kann es vielleicht auch jemand anderes sein. Aber gerade Bröger hat gerade wieder gegen Sevilla gezeigt, wie gut er sich durchsetzen kann und wie stark er auch einfach vor dem Tor ist. Dahingehend werde ich auf jeden Fall den Easy Pick wählen. Kai Bröger hat es in der letzten Saison schon bewiesen, zeigt es jetzt aktuell auch wieder in der Vorbereitung und wird es auch in der neuen Saison beweisen, dass er auf jeden Fall für Torgefahr sorgen wird. Und sagen wir es mal so, von unseren Stürmern kann man leider noch nicht so viel erwarten. Obwohl ich es mir wünsche, dass beispielsweise ein Lukas Hinterseher den Hatern das Maul stopft und ein Serhat Semih Gyülay als Joker selbst auch einige Tore erzielen wird. Einen Top-Torschützen zu nennen ist relativ schwer, wenn noch kein neuer Mittelstürmer genannt wird. Kai Bröger zu nehmen wäre natürlich obvious, aber ich entscheide mich dann doch für Christian Kin Zombie, der in Sandhausen seine Torgefährlichkeit beweisen konnte und von dem ich wirklich viel halte. Und Torschützenkönig bei Hansa Rostock wird Preyer. Wer wird Newcomer der Saison? Da gehe ich natürlich mit einem Neuzugang, aber keinem wirklich jungen Spieler. Sebastian Vassiliadis war im letzten Jahr in Bielefeld echt schwach, aber ist prinzipiell ein Spieler, der schon in der Bundesliga bewiesen hat, dass er kann. Und deshalb glaube ich, dass er auch bei Hansa zu seiner alten Form zurückfinden kann und der wichtigste Spieler im defensiven Mittelfeld wird. Der Newcomer der Saison ist automatisch eine Person, von der man das vielleicht namenstechnisch nicht ganz erwarten wollen würde. Das ist Serhat Semih Gyülay, kommt aus der Regionalliga, wird wahrscheinlich auch nicht einen Stammplatz bekommen, sondern wird die Jokerrolle annehmen. Aber ich denke mal, das wird er auf jeden Fall sehr, sehr gut einrichten können, weil wenn er eingewechselt werden sollte in der 60. oder 70. Minute, der wird auf jeden Fall Feuer brennen, der wird Gas geben, der wird alles versuchen, um ein scheiß Tor zu erzielen. Und ich gehe mal davon aus, dass der ordentlich zünden wird. Ob er den Stammplatz denn früher oder später bekommt, müssen wir schauen, aber trotzdem für mich der Newcomer der Saison.
Beim Newcomer der Saison gehe ich jetzt einfach mal auf Güler, der aus der Regionalliga hochkam und bis jetzt auch schon einen bleibenden Eindruck meiner Meinung nach hinterlassen hat. Genau, deswegen Güler. Der Newcomer der Saison wird aus meiner Sicht, und der wurde vor ein paar Tagen erst verpflichtet, Van der Werf. Der wird kaum ein Spiel verpassen in der Innenverteidigung und wird sich bei uns richtig etablieren und zu einer großen Säule heranwachsen. Er wird der Newcomer der Saison. Wir gehen davon aus, dass Christian Kinzombi nächste Saison eine sehr gute Rolle spielen wird. Gerade durch seine Zeit in Sandhausen kennen viele. Er ist ein sehr schneller, sehr beschlagener, sehr trickreicher Spieler. Das wird auch enorm wichtig sein für die Spielweise von Hansa. Deswegen gehen wir davon aus, dass Christian Kinzombi uns ja, sehr viel Freude bereiten wird. Newcomer der Saison habe ich, glaube ich, gleich schon einen mit genannt, und zwar Sammy Güler. Der hat wirklich vielleicht das Potenzial, so richtig durchzustarten. Top-Torjäger der letzten Regionalliga-West-Saison und jetzt der Sprung in die zweite Liga. Wie gesagt, er hat Potenzial angedeutet in den Testspielen. Mal gucken, ob er das in der zweiten Liga auf die Strecke bringen kann. Ansonsten für mich auch, wer Newcomer der Saison werden könnte, Patrick Nkor als Innenverteidiger. Der hat sowieso einen steilen Aufstieg gemacht von der siebten Liga bis hoch in die zweite Liga innerhalb von 4 Jahren oder so. Das ist schon ein ganz, ganz großes Ding. 4 Jahre Vertrag hat er bekommen von Hansa. Ich bin gespannt, wie der sich machen wird. Newcomer der Saison, der Beste, der wird sein Sammy Güler. Mann aus der Regionalliga, treffsicher, guter Stürmer, flexibel einsetzbar da vorne. Newcomer der Saison habe ich so interpretiert, dass man als Fanbase den Spieler vorher nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und da kann es eigentlich für mich nur einen geben. Der Newcomer der Saison wird Alexander Rosipal. Der Newcomer der Saison könnte für mich Patrick Nkor sein. Nkor ist ein talentierter junger Abwehrspieler, hat auf jeden Fall gezeigt, was er drauf hat und auch völlig zu Recht jetzt bei einem Zweitligateam unter Vertrag. Er ist für mich ein absoluter Rohdiamant und meiner Meinung nach könnte er relativ schnell zu einem der bessere Verteidiger der zweiten Bundesliga reifen, wenn er sein Potenzial voll abruft. Neuzugang der Saison hoffe ich zumindest auch für den SC Paderborn. Jasper van der Werf, ich glaube, der könnte euch extrem gut helfen und dem FCH da hinten die Bude ganz schön dicht halten. Hat er bei uns auch eine Saison lang gemacht, letztes Jahr dann eher ein bisschen schwächer, aber sollte wohl funktionieren. Leistungsexplosion in diesem Jahr würde ich schätzen, dass das Jasper van der Werf und eben auch Sammy Güler sind. Die beiden, von denen ich es zumindest erwarte, vielleicht andere nicht. Und genau, schauen wir einfach mal, was die Saison bringt. Die formtechnische Explosion wird meiner Meinung nach Nils Fröhling haben. Ich bin seit jeher ein großer Fan von Nils Fröhling. Ich habe auch schon in der letzten Saison gesagt, dass er vielleicht jetzt endlich durch die Decke gehen wird. Ist er nicht ganz, aber es war auch eine gute Saison. Das möchte man ja auch nicht, ja, niedersprechen. Nils Fröhling, denke ich, wird eine starke Saison spielen und eine große Rolle spielen. Und ich hoffe, dass er viele Tore beisteuern kann. Ja, ich hoffe, du kannst daraus was machen, Erik. Ich habe ihn jetzt schon als Top-Torschützen genannt, was im Vergleich zur letzten Saison der ziemlichen Formexplosion entsprechen würde. Deswegen wird auch der Spieler mit der größten Formkurve nach oben Nils Fröhling. Formtechnisch explodieren wird meiner Meinung nach Sapreet Singh. Und dann, wer wird formtechnisch explodieren? Ich persönlich hoffe es ja eigentlich irgendwie, dass es Lukas Hinterseher wird, denn mir gehen diese ganzen Hater, die ihn auch noch im eigenen Stadion beim Testspiel gegen Sevilla auspfeifen bei der Einwechslung, sowas von auf den Sack. Aber also wünschen würde ich es mir für ihn, glauben tue ich nicht, auch nicht wirklich dran. Nichtsdestotrotz, wer wird formtechnisch explodieren? Vielleicht Nils Fröhling, ich würde es mir wünschen. Auch da ist auch wieder Hansas Kader ist so vielfältig, da besitzt jeder ganz viel Potenzial. Aber auch natürlich, ja, könnte es auch ganz schnell nach hinten losgehen. Dementsprechend ist es für mich da schwer, mich bei Hansa so direkt zu äußern. Deswegen, auch da lasse ich mich gerne überraschen. Aber über allem steht der Erfolg des ganzen Vereins und über allem steht der Klassenerhalt von Hansa im dritten Jahr, zweite Bundesliga. Wer wird nächste Saison formtechnisch explodieren? Da wollen wir uns ungern auf einen Spieler festlegen. Wir würden uns aber wünschen, dass halt die Jungs, die frisch aus der A-Jugend gekommen sind oder eben die, die letztes Jahr schon in den Profikader gestoßen sind, auf sich aufmerksam machen können. Gerade jetzt durch den Vorteil, dass die Amateure in der Regionalliga spielen, dass sie sich schnellstmöglich an das Profidasein gewöhnen, sich an das Niveau in der zweiten Bundesliga gewöhnen und sich dementsprechend auch für Pflichtspieleinsätze
empfehlen. Da war mein erster Gedanke einfach bei Kim Zombie. Den nächsten riesigen Step, den erwarte ich tatsächlich von Svante Ingelsson. Dass der formtechnisch explodieren wird, das hängt tatsächlich nur davon ab, ob er denn auch wirklich mal gelernt hat, dann die Tore zu erzielen. Nach wie vor hapert es da so ein wenig, aber sobald das weg ist, dann sky's the limit. Dann kann man sich wahrscheinlich auch demnächst von ihm verabschieden in der nächsten Saison. Leider. Ende der letzten Saison ist Svante Ingelsson leider ausgefallen, aber als er gespielt hat, auch in Schwächephasen, war er immer ein Lichtblick des Teams. Ich denke daher, dass er leistungstechnisch explodieren könnte und endlich auf den Scoring-Output kommt, den seine Arbeit verdient hat. 5 Tore und 5 Vorlagen mindestens, sage ich. Ich wünsche den Fans und dem Verein des FC Hansa Rostock extrem viel Erfolg in der neuen Saison und man sieht sich, wenn wir dann unser Auswärtsspiel in der eigenen Arena wieder haben. Schöne Grüße nach Rostock. Aber ansonsten wünsche ich Hansa Rostock natürlich eine wunderbare Saison. Man muss sagen, eher ein einfaches Startprogramm, wenn ich das so sehe, gegen Nürnberg, dann Elversberg, dann noch am 4. Spieltag den nächsten Aufsteiger. Da ist, glaube ich, das Schlussprogramm ein bisschen schwerer. Deshalb holt am Anfang die Punkte und seid früh genug sicher, weil dann läuft es meistens auch besser. Und dann gewinnt man dann auch mal gegen Schalke und den HSV. Und ja, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg im Ostseestadion. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Auswärtsspiel am drittletzten Spieltag. Und bis dahin, ciao, ciao.